Hallo, schön, dass du mein Video anschaust. In den nächsten 90 Sekunden erfährst du das Wichtigste zu einem Thema rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Heutiges Thema: Käseschmiere. Jedes Baby, das geboren wird, ist am ganzen Körper mit Käseschmiere bedeckt. Manche mehr, manche weniger. Unter der Geburt dient diese Käseschmiere dazu, dem Baby besser durch den engen Geburtskanal zu helfen. Ist das geschafft, scheint sie nach der Geburt keinen Sinn mehr zu haben. Darum war es früher üblich, die Babys direkt nach der Geburt zu baden und somit die Käseschmiere komplett wegzuwaschen. Die Haut eines Neugeborenen ist jedoch noch recht schutzlos. Wenn die Käseschmiere also nach der Geburt auf der Haut des Babys bleibt und nicht abgerubbelt oder abgewaschen wird, dient sie als erster Schutzmantel. Alles, was dann nach dem Eintrocknen noch in den Hautfalten zurückbleibt, kann vorsichtig mit warmem Wasser weggewaschen werden. Mit dem Baden kann man also ganz entspannt noch ein wenig warten. Dazu aber mehr in einem der nächsten Videos. Das war's zum Thema Käseschmiere. Wenn du noch Fragen oder Anregungen hast, schreib sie mir unten in die Kommentare. Like das Video, wenn es dir gefallen hat und abonniere den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Deine Marie.